Herzlich willkommen bei Martin macht's. Ich bin der Martin und du schaust heute das Skyver-Match. Heute mache ich den Lutz nämlich fertig. Und wenn du dich jetzt fragst, hey Martin, was ist denn das Skyver-Match? Ist ganz einfach. Und zwar, ich habe den Lutz herausgefordert und habe gesagt, Lutz, ich kann besser basteln als du. Dann hat Lutz gesagt, hahaha, wie willst du denn das beweisen? Und dann habe ich ihm eine Liste gemacht mit einem Haufen Vorschlägen und da stand unter anderem auch drauf, lass uns doch eine Schreibtischlampe bauen. Also der Lutz baut eine Schreibtischlampe und ich baue eine Schreibtischlampe und die bessere Schreibtischlampe gewinnt. Und wie stellen wir fest, wer denn jetzt die bessere Schreibtischlampe gebaut hat? Wir könnten jetzt einfach sagen, ich habe sie, nein, ich habe sie, nein, ich habe sie, nein, ich habe sie und so weiter und so fort. Ihr bestimmt, wer von uns die bessere Schreibtischlampe gebaut hat. Und zwar, nachdem ihr beide Videos geschaut habt, also meins und das vom Lutz. Ich verlinke euch den Lutz, seinen Kanal, einmal nochmal da unten in der Videobeschreibung und hier oben im Eck. Nachdem ihr beide Videos geschaut habt, geht ihr nochmal zu Lutz seinem Video und schaut da oben ins Eck. Da ist dann eine Abstimmung beim Lutz oben drin und da steht dann drin, Lutz seine Taschenlampe, meine Taschenlampe, Schreibtischlampe. Und ihr könnt abstimmen, welche euch besser gefällt. Und die Schreibtischlampe, die am meisten Stimmen bekommen hat, die gewinnt. So einfach soll es sein. So, im Vorfeld gab es noch eine ganz, ganz kleine minimale Regeländerung, denn der Lutz, der hat mich gebettelt und hat gefleht und hat mich angerufen und gesagt, Martin, bitte, 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 darf ich Sachen aus meinem 3D-Drucker verwenden? Ich sage, Lutz, komm, ganz einfache Sachen, du wirst trotzdem verlieren, überhaupt kein Problem, mach, ja. Wenn du das brauchst, damit du vielleicht doch ein bisschen Hoffnung hast zu gewinnen, dann nutzt deine Sachen aus dem 3D-Drucker. Ja. Ich muss ja auch ein paar Sachen dazu kaufen, ohne Frage. Alles, was ich dazu gekauft habe, was ich für meine Lampe gekauft habe, habe ich euch unten in der Videobeschreibung mit verlinkt. Also wenn ihr dann zum Schluss die Lampe seht und vielleicht denkt, hey, die baue ich vielleicht nach. Das, was ihr dafür braucht, findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, und dann würde ich jetzt mal sagen, wir legen los. Ab geht's. Schreibtischlampe. Jetzt habe ich hin und her überlegt, was... Was mache ich für eine Schreibtischlampe? Ja, eine total bescheuert doofe Schreibtischlampe. Moment. Jetzt, ich bin fertig. Ich habe eine Schreibtischlampe. Bitte schön. ihr seht, ne? Ach, hier hängt ein Ring von mir dran. Mensch, guck mal. Ein schöner Fossilring. Ihr seht, also so eine Schreibtischlampe ist jetzt keine mega Herausforderung. So, dann habe ich mir gedacht, oh, bau doch irgendeine geile Funktion mit ein, irgendwas Abgefahrenes. Und dann ist mir so eingefallen, Moment mal, der Lutz, also wenn es um geile, abgefahrene Zusatzfunktionen geht, da kommt der Lutz mit irgendwas total Geilem um die Ecke, wo du keine Chance hast. Also, Zusatzfunktion ist gestrichen. Was der Lutz aber nicht kann, Design. Design kann der Lutz nicht. Ich auch nicht. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Nein, ich hab ein bisschen was überlegt, ich habe mir was gedacht. Ich habe am Internet was gesehen, was mich total inspiriert hat und ich versuche das auch tatsächlich ein Stück nachzubauen aus dem Kopf. Also ich habe das Bild nicht mehr bei mir, sondern ich mache es einfach aus dem Kopf, weil ich fand das total toll und total stimmig. Woraus machen wir diese Schreibtischlampe? Da, Douglasie. Ich habe hier wieder ein paar Reste gefunden von meinen Douglasien. Terrassen, die in Brettern. Und ich finde, die machen sich ganz gut. Wir werden zwar diesmal nicht mehr viel übrig haben von der Douglasie zum Schluss. Wir werden dafür nicht mehr viel sehen, wenn das alles so klappt. Aber schauen wir mal. Wie habe ich mir das gedacht? Und zwar, dass wir dann die Bodenplatte mal gucken, wie lang wir die machen. Dann soll hier so ein kleines bisschen so eine Stütze nach oben gehen. Und zum Schluss dann hier oben so ein Querteil. Das hier hinten kommt weg. Und dann hier wird dann die Lampe runterhängen an so einem Galgen. Das so als ganz, ganz grobes Konzept. Lutz, ich mach dich fertig. Nicht ich. Oh. Ich hoffe mal, dass das was wird. Tony, dass das alles so wird, wie ich mir das vorstelle. Wie gesagt, ich habe es nicht probiert. Ich habe ja den Lutz seine Lampe von hinten schon gesehen. War nichts zu erkennen, leider. So, Hobel. Los geht's.
ungefähr vorstellen können, wie ich das jetzt hier so meine. Also, ich habe mir jetzt hier da ist er. Das Brett habe ich mir jetzt zu einem Parallelogramm geschnitten, weil ich weiß, was ein Parallelogramm ist. Google ist dein Freund. Also, ich habe hier einmal 15 Grad und hier 15 Grad. Und dann möchte ich das hier so hinstellen, so aufstellen. Hier habe ich mir dann ebenfalls den gleichen Winkel genommen, die 15 Grad, um dann im Endeffekt das Stück dann hier ranzusetzen. So. Und hier soll dann, wenn das alles so klappt, hier soll dann die Lampe halt so runterschauen. So. So ist der Plan. Ich bin so gespannt. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt als nächstes muss ich hier oben eine Rundung reinmachen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier meinen äußeren Ring, wo praktisch dann die Versenkung rein soll. Da stört natürlich jetzt noch dieser Ring hier und mein komplett großes gebohrtes Loch. So, ich werde jetzt versuchen, diesen Kranz, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, der jetzt hier noch überstehend ist, den werde ich jetzt hier versuchen wegzumachen. Das mache ich am besten mit meinem Stechbeitel und zwar mit meinem neuen. Ich habe mir mal einen Satz Stechbeitel gegönnt von Triton. Möchte ich noch was machen? Und zwar, was möchte ich noch machen? So, jetzt habe ich schon gerade gedacht, ich habe den Ausschnitt in die falsche Richtung gemacht, aber es passt alles. Das kommt ja jetzt hier so dran. So, dann ist die Fassung, die steckt hier drin und dann geht ja irgendwie Kabel. Und jetzt möchte ich das Kabel aber nicht hier so. Wie könnte man das lösen? Genau, mit Kabelschellen, Kabelkanal, wie auch immer. Aber dann nicht in der Designerlampe. Nein, wir machen das ein bisschen anders. Und zwar möchte ich, dass dieses Kabel hier lang geht und dann hier in einem Loch so schräg nach unten geht und hier unten wieder rausgeht und dann hier hinten zum Schnurrschalter geht. Ist jetzt definitiv nicht zum Nachahmen geeignet. Und wenn ihr jetzt denkt, sag mal, ist das nicht hier so ein Abflammgerät hier für die Dachdecke und sowas? Genau, ist es. Und wenn ihr jetzt denkt, der will doch nicht etwa, doch er will. Also entweder geht es jetzt tierisch in die Hose und ihr seht nie wieder was von mir oder so ein Endsgeil. Wir kochen auf Endsgeil.
Jetzt passt das schon besser zusammen. Und jetzt heißt, jetzt müssen wir das irgendwie zusammenbekommen. Gutes Stück jetzt zusammenschrauben. Ich bin total aufgeregt, ob das überhaupt alles, wie das zum Schluss aussieht. Müssen wir das erstmal ein bisschen ölen. Das machen wir jetzt. Ich nehme wieder dazu mein Clou Arbeitsplattenöl. Mehr muss es nicht sein, weil ich finde die Optik. Ich war ganz ehrlich, die Optik, die ist doch jetzt schon Porno, oder? Das ist so richtig schön. Und oh, wenn ihr dann noch die Lampe sehen werdet, oh. Jetzt erstmal ölen. Meine Fresse. Jetzt fehlt es bloß noch, dass das Kabel hier nicht durchgeht, obwohl ich es probiert habe. Das müsste theoretisch. Nein. Bitte nicht. Jetzt zeige ich euch das erste Mal die Glühbirne. Ich fasse sie mal extra nicht mit meinen Händen an. So. Spannung steigt. Soll ich mal reinstecken? Entweder macht jetzt ein Pup. Oh, das sieht geil aus. Oh, Alter. Das müssen wir ein bisschen ausrichten hier, dass das nicht ganz so. Ich mach mal alles Licht aus. Ist das fett oder ist das fett? Und so einfach. So einfach. Kann jeder. Wenn ich das kann, kann das jeder. Oh, ich könnte gerade heulen vor Glück. Lutz, du hast verloren. Hoffe ich mal. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ist das nicht ein Designerteil? Was sagt ihr? Nun ist sie endlich fertig, meine schöne Schreibtischlampe. Also ich finde die total gelungen. Und wenn mir vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten jemand gesagt hat, hey, du machst mal so ein schickes Designerstück hier schön mit geflammtem Holz und mit diesem Messing hier und dass das schön, dass das vor allen Dingen geil aussieht, ja?
Dann hätte ich gesagt, ganz bestimmt. Ich hoffe, dass das die gute Lampe, dass diese gute Schreibtischlampe 10-mal besser aussieht als die vom Lutz. Denn die Funktionen beim Lutz seiner Lampe sind bestimmt Bombe. Da bin ich mir sicher, irgendwas Geiles hat er sich einfallen lassen. Also muss meine Lampe schöner sein, um seine Funktionen halt zu übertrumpfen. So, ihr seht jetzt ein bisschen wenig von der Lampe, weil sie ist leider braun. Mein Pulli ist auch braun. Ich mache euch aber gleich noch ein richtig schönes Video zu der Lampe, zu der Schreibtischlampe. So dass ihr sie nochmal richtig betrachten könnt. Und dann geht ihr zum Lutz sein Video. Und entweder guckt ihr euch sein Video noch an, oder wenn ihr es schon getan habt, dann geht ihr da oben ins Eck und stimmt ab, welche von den beiden Lampen, euch besser gefällt. Meine oder die vom Lutz. Jo, und jetzt mache ich ein schickes Video. Ich wünsche euch ein richtig geiles Wochenende. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke euch fürs Abstimmen. Und ich bin total gespannt, wer von uns beiden gewinnen wird. Der Lutz oder ich. Wir werden es nächste Woche irgendwann erfahren. Oder übernächste Woche oder die Woche darauf. Oder wann auch immer. Vielleicht auch nie, wenn der Lutz dann abreist, abhaut und irgendwo ins Exil verschwindet, weil er nicht mehr kann, weil er so in den Boden gesunken ist vor Scham. Nein, das glaube ich nicht. Wir werden es bestimmt sehen, wer von uns beiden gewonnen hat. In diesem Sinne, haut rein. Tschüssi, Gewinke, macht's gut. Und bye-bye. Euer Martin von Martin macht's. Haut rein.